Ich habe meine Frau letztens über unser mangelndes Sexleben konfrontiert. No fucks were given. Hallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Mozart of Freedom Unite Ultra Hardcore mit meiner wunderschönen Frostschneide auf dem Rücken, damit ich auch immer schön cool bleibe. Und ich hasse es immer, wenn ich im letzten Part nochmal in die Farm gehe, damit ich jetzt nichts mehr zum Rumlabern habe. Nach dem Motto, können wir beim nächsten Mal sinnvoll anfangen. Ich bin noch nicht drin, ich bin gerade erst aufgestanden. Es ist schwierig, da schon komplett loszulegen. Aber gut, was soll's. Ist dann halt jetzt so, müssen wir mal gemacht. Das heißt, wir haben hier noch ein paar Quests übrig, die wir machen könnten. Die Frage ist, warum sollte ich die tun? Jede einzelne Quest birgt das Risiko, dass ich einfach dabei draufgehe, dass ich Honig unnötig verschwende. Hat allerdings auch den Vorteil, ich kann überall Items sammeln, die ich später verkaufen kann. Erstmal war es relativ schlau, so beim letzten Mal wild Leute umgebracht haben. Einerseits war die Option zumindest da, dass wir unser Monster noch ein M bekommen. War leider nicht gegeben, dass das passiert, aber ey, die Option, wie gesagt, war da. Wir könnten mal schauen, ob wir uns irgendwo noch eine neue Waffe bauen könnten. Ich meine, sowas wie ein Eisenkatana wäre auch ganz cool. Ich finde es auch toll, ich glaube, ich habe kein einziges Marinit-Erz selbst gefunden. Das hat alles Helga mitbekommen. Ein Runde Applaus für Helga. Mit ihren Bomben kann sie auch sehr schnell und leicht Sachen abbauen, muss man ja aber auch lassen. So, die Frage ist, welche Waffenart würde ich jetzt noch mitnehmen wollen? Also wir haben uns ja schon darauf festgelegt, dass hier sind so die 5 plus Langschwert, die halbwegs sinnvoll wären. Wir könnten zum Beispiel ein bisschen mehr auf Gewehren anzugehen. Ist wie gesagt im Spiel eigentlich ganz cool, weil der Damage-Output einfach scheiße riesig hier noch ist. Die Frage ist, für welches Monster sollte ich das benutzen? Ich meine, Schild und Schwert ist eigentlich wirklich gut, beweglich, wunderbar, toll. Einzige Waffe, die ich noch bräuchte, wäre auf jeden Fall, wie gesagt, Hammer. Um Ratios und Ratian leichter machen zu können, weil die noch so ein Problem sind, wo ich denke, da könnte es hart schief gehen. Hammer ist auch wieder relativ risky, aber in diesem Spiel sollte ich Hammer gut genug beherrschen können, um das hinzubekommen. War ja so meine Grundüberlegung. Jetzt habe ich schon wieder vergessen nachzuschauen, wie man den scheiß Prinzessinnen-Degen baut. Ich habe es mir dreimal vorgenommen. Gut, hier brauche ich noch Rätselknochen, Rätselknochen, was auch immer. Oder Bulfango-Fell. Ich habe noch nicht einen Bulfango ausgehäutet. What the fuck? Okay, sowas können wir uns notfalls aber auch nochmal einzeln bauen. Ich meine, wir haben hier den Eisenstürmer, wo wir noch Scheibensteine bräuchten. Das ist natürlich auch alles scheiße viel, was wir irgendwie brauchen. Ich glaube, es war der Kriegshammer, der zu coolen anderen Sachen gemacht werden kann. Aber all das ist eigentlich noch in der Zukunft. Was wir jetzt eigentlich brauchen, ist erstmal eine Waffe, um Kongadala platt zu machen. Danach dringende Quest könnte Plesiov sein, oder zumindest auf der nächsten Questschiffe kommt er auf jeden Fall. Was ist bei Questschiffe 2 die dringende Quest? Gebe 5 Goldenfische ab, keine Ahnung. Das heißt, wir sollten erstmal bis dahin spielen. Vielleicht ist es gar nicht mal so doof, bis dahin erstmal unsere kompletten Inventar, unsere Sachen erstmal zu sparen, weil notfalls können wir uns immer noch verkaufen, wenn wir es irgendwie brauchen. Wofür wir erstmal das Geld bräuchten, waren Käfernetz und Eisenspitzhacken, die ich schon habe. Nice. Bedeutet, was wir jetzt machen können, wir leeren unser Inventar ein bisschen und gönnen uns erstmal völlig entspannt eine Sammelquest. Nicht, weil ich euch damit ärgern will, nach dem Motto, ha, wir sind jetzt im Urlaubsphase von mir, das heißt, es gibt weniger Parts, also mehr Parts für euch, deswegen sind die alle kürzer und wir machen Sammelquests, nur damit ihr mehr von nichts sehen könnt. Nein, tatsächlich einfach, damit ich selber hier ein bisschen besser reinkomme. Guck mal, die ganzen Getränke brauchen wir nicht. Was wir uns da jetzt holen müssen. Also, ich werde nicht alle Sammelquests machen. Es ist nämlich genauso wichtig, jetzt noch welche übrig zu haben, damit ich später dann dahin gehen kann, um das zu farmen, was wir wirklich brauchen. Fahrbar kann noch beim Berufsbaum können hier bleiben. Vielleicht finde ich irgendwo was Tolles, was es sonst ersetzen würde. 2 Steaks brauche ich auch nicht. 1 reicht völlig aus. Und Honig wollen wir ja sammeln, also bleibt ja auch hier. Gut. Wir könnten vielleicht, so viel Geld haben wir gerade noch ein paar gebratene Steaks mit in den Umlauf setzen. Wen gönnen wir? Ja, Conan! Löst diesen Fall perfekt. Löst die Phase des Fleisches genauso gut wie jeden Fall. Easy peasy lemon squeezy. Solange da auch niemand das Fleisch klaut, ist alles gut. Und selbst wenn keiner den Fall löst und nach dem Tickrex, der mir aus meiner Wohnung mein Fleisch geklaut hat, zusammenschlagen, auch in Ordnung. So. Das heißt, ich würde in die Dschungelzone gehen. Warte, würde ich das machen? Da wäre Honig. Das ist der Vorteil davon. Das sind theoretisch Bufangos, dass wir uns theoretisch einen Bufango-Hammer machen könnten, aber der ist jetzt nicht spielentscheidend.
wir könnten die Wüste probieren. Hier gibt es relativ viele Abbaustellen. Problem ist die Hitze, die mir da zu schaffen machen wird. Sie könnte mich umbringen, aber ich muss einfach nur schnell genug ins nächste Gebiet gehen, dann reicht das. Wir gehen dann doch lieber mal kurz auf Nummer sicher. Easy. Okay, dann könnten wir jetzt wirklich in die Wüste gehen. Die Option besteht, gibt es viele Abbausachen. Wie gesagt, die Abnotov-Absoros könnten wir uns doch noch ein M geben, was gerade ganz cool wäre, damit ich nicht überall mit einer Eiswaffe hinrennen muss, was nun echt nicht das Gelbe vom Ei ist. Wobei, wir könnten jeder damit die kalte Schulter zeigen. Das zerstört einen innerlich. Das ist auch schon wichtig. Okay, das heißt, wir probieren das einfach mal. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht gezwungen, auf eine andere Waffe zu wechseln. Übrigens, wir machen jetzt das, was ich im letzten Part angekündigt habe, sinnvoll ultra hardcore spielen. We are coming into the flow, I hope. So, aha, da kam der rein. Okay, das heißt, wieder dann viel Zeug zum Abbauen. Ich habe jetzt schon beim letzten Mal gesehen, allzu viele Käfer gibt es hier nicht. Deswegen auch nicht allzu viele Würmer, die man irgendwo bekommen könnte. Aber das ist ja gerade nicht das Ziel. Wir brauchen erstmal jegliche Art von Erz, die es irgendwie gibt. Ich habe zwar noch keine Erzwaffe, was da vielleicht ein bisschen Problem ist. Fick dich, Eisenspitzhacke. Wobei Eisenerz und Eisenspitzhacken jetzt genau gleich stark sein könnten. Das sehe ich ein, dass sie sich gegenseitig zerstören. Von mir aus. Kann man mal so drüber nachdenken. Ich weiß nur auch wieder nicht, wo überall die Abbaustellen sind. Von dreien weiß ich das. Das müsste in der 10 unten sein, in diesem grünen Gebiet. Also in dieser Höhle. Dann müsste eins noch sein... bei den anderen grünen Gebieten, wo die Gämpfe rechts drin sind, das könnte die 4 sein, glaube ich. Du hältst echt verdammt viel aus. Selbst wenn du zur Seite umgeworfen wurdest und nicht deine Innereien zerschneidest, machst du noch ein M! Nice. Und direkt noch nach den Rätselknochen suchen, den wir für irgendwas anderes noch mitgebraucht hatten. Ich weiß zwar nicht mehr, ich weiß überhaupt nicht mehr für was. Ich weiß aber, ich hatte hier letztens irgendwo einen Spot gefunden, wo es unglaublich viele Knochen gab. Ich war bloß schon voll und konnte keine mehr mitnehmen. Übrigens, deine komplette Tank-Taktik, deine Mutter, oh, ich habe ein wunderbares Schild auf meinem Rücken, hier kommt niemand durch, würde so viel besser funktionieren, wenn du ein bisschen mehr als absolut gar kein Gleichgewicht hättest. Ha, es tut mir leid, dein Penis war kleiner als der von dem da drüben. Du hast mir nur ein Monster doch ein S gegeben, kein M. Tja, so kommt's ans Licht, haben sie einmal auf die Seite getreten, easy war's. Soll mal nochmal jemand sagen, Kühe schubsen ist nicht cool. Es gibt mir genau das, was ich brauche. Selbstbestätigung. Und wenn man so eine Kuh in die Seite stößt, oder mal ins Becken stößt, wenn man es so formulieren wollen würde, wird man selber auch zwangsweise zum geilen Stier, was doch auch schon mal was ist. Wobei Stier, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so das Kompliment ist. Ist eigentlich auch sehr interessant, wie einfach verschiedenen Tieren verschiedene Attribute gegeben werden. Gefühlt random. Also ich meine, man kann das alles ein bisschen herleiten. So ein Stiernackenkommando ist halt so ein Ding, das so ein fettes Näckchen hier so hat. Fetten Nacken, die Verniedlichungsform ist da komplett an der falschen Stelle. Oder ein Stierkopf, das war ein Sturkopf. Aber close enough, ich wette, Sturkopf kommt eigentlich von dem Stier, der immer mit dem Kopf durch die Wand will. Kennt man ja ganz offensichtlich. Bei wem von euch ist noch nie ein Stier durch eine Wand irgendwo eingebrochen? Hast du überhaupt gelebt, bis irgendwann mal ein Stier bei dir auf dem Flur stand? Ne, wahrscheinlich nicht. Hier ist ein Käfer. Das ging doch gerade kurz ins Helle, oder? Habe ich mich da komplett vertan? Vielleicht konnte ich damit die... Wait a second. Es ist jetzt absolut unwahrscheinlich, dass meine Idee richtig ist. Aber kann ich damit die Westpolt fangen? Ich meine, es wäre ein Gimmick, was ich noch nie im Leben mitbekommen hätte. Was es sehr unwahrscheinlich macht, dass es das gibt. Kann ich nicht, okay. Ich meine, man kann ja immer noch dazulernen, wenn man es sich ausprobiert. Ich meine, ich habe jetzt innerhalb meiner Unite-Zeit mehr als genug auch Zelda Breath of the Wild gespielt. Und da wäre sowas gang und gäbe gewesen. Dass man irgendwo hinrennt und dann, oh, dieses Feature gibt es. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ah, immer noch beste Sache in Breath of the Wild, sollst du wirklich aus einem unerfindlichen Grund, weil du wirklich, wirklich krank gespielt hast, ist mir schon mal passiert, absolut gar kein Essen mehr haben. Verbrenne einfach in einem Kochtopf dein Fleisch. Hören ist gerade noch im Schlafmodus, tut mir leid, passiert ab und zu. Verbrenne einfach dein Holz.
Dann kriegst du dubiose Matsche und das kann man essen, das gibt dir Herzen wieder. Sägespäne sind gut für den Magen. Tatsächlich ist das ein Trick 17 Material. Wenn du mal Verstopfungen hast, kannst du tatsächlich einfach Sägespäne essen, also ein paar einzelne kleine runterschlucken oder ins Essen mit reinmischen. Das ist nicht cool, mein Freund. Einfach so von hinten ein bisschen Chloroform zu benutzen, dass ich gelähmt bin. Nicht cool. Das muss nicht sein. Was hat ein Jäger, der in einem Gangbang von Eobrace und Gambrace gleichzeitig gefangen ist? Sleep Paralysis. Okay. Ich nehme an, wir könnten vielleicht ein bisschen Gambrace-Zeug für irgendwann mal Lehmwaffen gebrauchen. Lore muss auch mal mit Namen im Video erwähnt werden, weil er die längsten Texte momentan schreibt in unserer Hardcore-Season. Mit Tipps und tralala. Ich habe auch schon mit ihm geredet, warum er das macht. Er schreibt mir die Tipps, damit ich später sterbe. Wie ein Mastschwein werde ich herangezüchtet. Nur damit ich irgendwann, wenn es wirklich wichtig ist, sterbe und nicht gegen solche Vorplänkeleien. Wäre ja langweilig. Sehe ich ein. Wobei beim Goldenfische sterben immer noch meiner Meinung nach witzig ist. Aber egal. Oh, hier ist ja auch noch eine Spalte. Ich im Club. Ich auf Tinder. Oh, die ist verschlossen. Oh, was passiert? Wie das? Mario Kart erinnert mich immer daran, wie es ist, wenn ich in den Club reinlaufe. Staubtrockene Wüste. Okay. Und, genau, was da als Tipp von ihm noch mitkam, war, Lehmwaffen am Anfang sehr schwer zu bekommen. Also zumindest für Ultra-Hardcore, Situationen und sind auch nicht unbedingt worth it. Meiner Meinung nach ist immer noch das Lehm-Langschwert vom Yamazukami absolut worth it. Es ist in der Tat schwer zu bekommen, weil wir halt Trenja ein paar Mal losschicken müssen. Und genau diese Punkte für Trenja, die sind, die ich brauche, um halt einen Honigbaum irgendwann zu bauen. Oder meinen Pilzbaumstamm zu erhöhen. Alles, was halt grundsätzlich wichtig wäre. Haben wir jetzt noch was übersehen? Wir können doch mal... Genau, die Knochen. Da muss ich einmal rechts runterlaufen. Geht in Ordnung. Ich bin zwar einmal gerade dumm im Kreis gelaufen, aber solange ich mir dessen bewusst bin und jetzt nicht dieselbe Abbiegung nochmal mache, ist ja alles gut. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier in dem Spiel die Abbaustellen noch nicht respawnen. Das wäre jetzt in Tri-Ultimate wesentlich besser gewesen. Wir könnten noch mal ein paar Legendenlebern sammeln. Das sind genau die Punkte, von denen ich gerade geredet habe, die ganz geil gewesen wären. Geht aber auch ohne. So, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau. Yamazukami werden sich ganz kurz bekommen. Müssen wir halt bei Trenja Glück haben. Ich glaube, ich hatte jetzt schon mal irgendwas von dem irgendwo mit eingesteckt, aber naja, scheiße. Ganz wichtig. Ich meine, wirklich geil und gut im Spiel sein sind wir nur, wenn wir scheiße reich sind. Ich meine, das können wir auf der Farm ohne Ende verteilen. Gerade Wiffern-Code ist super. Panzersamen, Diamantsamen müssen jetzt erstmal hochgeballert werden. Und vielleicht auch Kraftsamen. Danke, Hirn. Wenn wir die einmal zur Genüge haben, können wir uns erstmal ein bisschen weiter zurücklehnen. Und zur Genüge heißt nicht nur, ey, ich habe hier so ein bisschen meine 10 Panzersamen immer mit dabei, sondern das heißt auf jeden Fall auch, fick dich, Junge. Nein, ich brauche doch 20 Scheiben. Ich mach dich One-Hit, wenn ich mal treffe. Interesting, Frostschneide scheint eine sehr geile Wahl gewesen zu sein, weil die Waffe bisher einfach alles ohne Probleme wegballert. Wetzstein, ja, den kann man sich notfalls auch kaufen. To be fair, das heißt, den würde ich mal hier lassen. Meine Eisenspitzhacken sind eh gleich wieder weg. Die können wir noch kurz zu Ende abbauen. Und dann müssen wir da oben hin, weil da gab es, wenn überhaupt, die anonymen Schädel oder was da auch immer war. Hier ist sonst nichts. Habe ich so lange da reingelunzt, bis meine wunderbare Spitzhacke kaputt gegangen ist. Nee, warte. Warte. Hier gab es doch irgendwas zum Mitnehmen, oder? Nein, Rätselknochen. Wunderbar. Genau die Dinger nehmen wir jetzt kurz mit. So, und dann habe ich zumindest von allem, was es hier irgendwie irgendwann gab, ein halbwegs sinnvolles Arsenal, womit ich schon mal zufrieden sein kann. Warte. Kaltgetränke waren ziemlich teuer. Kombibuch 1 war teurer. Bitterkäfer brauchen wir, glaube ich, nicht. Komm, das ist Suiko-Juwel. Wir werden uns eh keine Dekoration bauen, weil ich zu faul bin, da nachzuschauen. Ich habe bisher, glaube ich, noch kein Ultra-Hardcore sinnvoll oder überhaupt Dekorationen gebaut. Das ist jetzt grundsätzlich keine gute Bilanz. Warte mal. Wir brauchen zwar jetzt nur eine Monsterknochen-M, aber ich sollte ja an die Zukunft denken. Es könnte sehr gut sein, dass wir später noch mehr brauchen. Dementsprechend, es tut mir leid, meine Freunde, aber eigentlich nicht.
ihr dürft jetzt auch noch mal ganz kurz sterben gehen. Warum fällst du so hart um, wenn ich dir den Arsch schlage? Ah, bist du richtig schön schwul. Hab dir da einmal reingelunzt und deine Knie wurden weich. Ah, so läuft das hier. Und da war sein Knochen, sein Monsterknochen ist wieder auf M gestiegen. Ah, und er hatte zwei davon. Es war auch sehr komisch, als ich in der 8. Klasse plötzlich meinte, ey, guck mal, ich bin der Neunschwänzige. Haben viele sehr, sehr komisch geguckt. Auch als ich erklärt habe, hier, das kommt von Naruto und so, der hat ein neunschwänziges Biest in sich drin. Was guckst du dir an? Das ist, viele, die Naruto nicht kannten, fanden das irgendwie sehr, sehr komisch, das so zu formulieren. Aber naja, gut, was soll's, dafür kann ich ja nichts, wenn die so ungebildet sind. Nur so mal nebenbei erwähnt. Ich find's auch immer noch toll, wie mich Netflix regelmäßig darauf anfixen will, darauf drücken will, Naruto nochmal neu anzufangen. Immer wenn ich bei Netflix hochkomme, ich habe bisher da noch keine Naruto geschaut, weil ich das noch anders geguckt habe. Und jetzt immer wenn ich da hinkomme, ballert mir das einfach standardmäßig in die Ohren. Song! Sing! Song! Sing! Und das ist grundsätzlich sehr cool, weil es mich immer unglaublich aufhypt, aber eigentlich habe ich andere Serien zu gucken, wobei momentan habe ich keine. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt Naruto anfange, seht ihr die kompletten nächsten Jahre nichts mehr von mir, bis ich damit durch bin. Ich habe ein nicht allzu sinnvolles Verhältnis zu Serien. Ich suchte sie durchaus immer ziemlich durch. Also jetzt nicht nach dem Motto, okay, ich gucke die ganze Zeit und lasse Arbeit, Spaß und Freude irgendwo liegen. Aber immer, wenn ich Freizeit habe und ich denke, jetzt könnte ich aufnehmen, denke ich, das könnte meine Serie gucken. Oh. Immer das Problem, dieses zweischneidige Geschäft, entweder ich produziere Serien für euch oder ich schaue es mir halt etwas selber an. Ernsthaft? Ich habe euch noch nichts getan, ihr wollt mich trotzdem auffressen. Ich meine, wenn das ein weißer Hai macht, sehe ich das ein. Die machen das, weil man selber von unten aussieht wie ein Fisch. Dann beißen sie einmal einen ins Knie und sie merken, das schmeckt ja gar nicht nach Fisch. Ist ja eklig. Sondern eher so nach Hühnchen. Na gut, dann werfen wir es halt weg. Und greift das Ding halt nicht mehr an. Gerade Surfer haben wir das Problem, weil Surfbrett halt möglichst nicht aerodynamisch, hydrodynamisch geformt ist. Keine Ahnung, ob das so heißt. Ich nehme es einfach an. Und dann sogar so eine Flosse mit dabei hat teilweise, was du so Surfbrett hast, und hier so ein Ding raussteigt, einfach nur damit es halt hydrodynamisch ist. Und das sieht von unten ziemlich fischig aus. Und deswegen beißen da Haie auch sehr, sehr gerne mal mit rein. Und eigentlich tun Haie Menschen nichts, außer sie haben Tollwut. Falls die das überhaupt haben können, können Haie Tollwut haben? Hat sich das schon im Wasser verbreitet? Kann es überhaupt im Wasser leben? Ich weiß es nicht. Gute Fragen über Fragen. Geil, ich hier noch ein paar mal Rätselknochen hinterhergeworfen, warum auch nicht. Sogar Helga hat mit abgebaut, er hat verstanden, worum es geht. Sehr gut. Das heißt, wir haben tatsächlich alles, was wir brauchen, außer Geld. Die uralte Problematik. Wobei tatsächlich in früheren Ultra-Hardcore-Seasons Geld gar nicht mal so das Problem war. Ich habe es immer groß angehypt, aber wenn ich einmal weit genug bin, haben die einen das Geld hinterhergeworfen. Was der große Vorteil ist, wenn du keine Materialien hast, um Waffen oder Rüstungen zu bauen, hast du einen Geldüberschuss. Das klingt vielleicht jetzt nicht sehr vorteilhaft, aber im Sinne von Geld ist es durchaus sehr von Vorteil. Da fällt mir gerade ein, kann ich schon eine dritte Katze dabei haben? Weil wenn da jetzt das Fass dumm rumrollt. Schnurr, du bist von einem Jäger. Wie, ja, Kochkatze, komm her. Honey! Meine gute Honey wurde mir hinterhergeschickt. Mein Blasebalg ist da. Und ich kann es nicht annehmen, weil wir zu viele Verdiener haben. Warte hier auf mich, Honey. Du brauchst dich nicht zu schämen. Selbst hinter deiner Fassade erkenne ich deinen weichen Kern, mein Hannichen. Du bist hier, damit du wieder meine Flöte blasen kannst. Ist das nicht toll? Wir haben tatsächlich so ungefähr 4 bis 5 neue Abonnenten durch Ultra Hardcore bekommen. Grüße an euch. Die dementsprechend mein komplettes Unite Let's Play noch nicht gesehen haben. Diese sind jetzt vielleicht sehr stark verwirrt, worüber ich denn da gerade rede. Ich bin der Meinung, auch an alle Kommentare und alle, die es wissen wollen, schreibt das nicht hin. Lasst die Leute doch einfach mal verwirrt sein. Schreibt doch einfach mal selbst in die Kommentare, was ihr euch dabei denkt. God fucking damn it.
Der Typ ist ziemlich durch. Ja, der Typ ist ziemlich durch. Genau, dieses Meme mit diesen zwei Männern mit Bärten, die so angucken und sich dann zustimmen. Ja, genau das haben wir hier gerade. Gut. Wir brauchen trotzdem noch jede Menge Scheiße auf diesen Feldern drauf. Und ich würde ja selber kacken, aber es gibt dir ja nichts zu essen, außer du bezahlst scheiße viel Geld. Selbst deine eigene Küche, wenn deine Sklaven, Katzen, kann man da ein Wortwitz draus machen? Sklaven, Skatzen, fucking Skaven. Der tote Warhammer nicht gespielt hat oder Warhammer nicht gespielt hat, weiß nicht, worum es geht. Egal. Erstmal scheiße wir hardcore drauf. Weil wir ja sonst nirgendwo wirklich Essen herbekommen. Nochmal ein bisschen Panzersamen, dann sollten wir vorbereitet sein. Wie gesagt, nicht nur die 10 für echter Panzersamen-Kraftsamen, sondern die am besten nochmal 10 mehr, um dann zusätzlich auch noch die geilotronischen Super-Dinger Maximas zu machen. Also Maxi-Tränke, Megatränke, Dämonenmittel, das Wort habe ich gesucht. Hat da gerade jemand angebissen? Das war jetzt einfach nur eine Welle, die das runtergedrückt hat. Übrigens, dieser Steg, ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit da draufstehe, der sieht mir nicht allzu vertrauenswürdig aus. Also, das war kein allzu guter Baumeister, der da irgendwas hergestellt hat. Bei der kleinsten Regenflut wird das Ding doch weggespült. Vor allen Dingen einen Angelsteg zu bauen, gut, das macht halbwegs Sinn, weil du tiefer im Meer drin bist, aber... Ich meine, ich könnte auch einfach die Angel bis zum Ende spannen und dich einfach nur so locker runterfliegen lassen. Dann würde man da vielleicht auch so ein bisschen mitbekommen. Also Fische bekommen, dann wäre der Steg auch relativ sinnlos. Ich meine, ansonsten baut man den Steg ja eher, um eine Brücke zu bauen. Egal, das wird schon. So, erstmal können wir die ganze Scheiße hier jetzt ablegen. Ich hoffe mal, dass das ausreicht. Gerade Killerkäfer. Ich weiß nicht, ob ich die gesammelt habe. Ist immer wieder schön, sowas aus Versehen zu bekommen. Die Scheiße lassen wir auch hier. Rohes Fleisch legen wir in die Scheiße rein. Das konserviert, weil irgendwann fängt die Scheiße an, dann zu stinken. Dann trauen sich da keine Fliegen hin. Wait a second. Gut, dann halt nicht. Aber wenn man einfach so hart stinkt, dass selbst Fliegen nicht an das Fleisch rangehen, dann wird's konserviert. That's how it works. Dass selbst die Bakterien ohne Geruch sind und die Schimmelpilze, die nur durch Wind getragen werden, da nicht hinkommen, weil diese Stinkwolke einfach so einen Gegendruck erzeugt, dass da nichts hin möchte. So, kein Leben existiert da. Jetzt brauchen wir, wie gesagt, Geld. 30 Z. Ja, nice. Dafür werden die Waffen sogar ziemlich viel stärker. Okay. Also, ein kleines bisschen stärker. Hat zwar dann kein Eis mit dabei, aber ich glaube, Kongalala hat vielleicht sogar Eisresistenz. Daher passt das schon. Übrigens, wie mir Lore auch nochmal gesagt hat, ich habe es nur übersehen, man kann es nicht von dir aus verkaufen. Es war doch so in meinem Kopf drin. Und wir haben da doch die perfekte Geldanlage. Komplett freigelassen von Inflation. Einfach nur geile Goldenfische. Ist wie eine Wertanlage, die man sich ein Haus baut. Verfällt nie, außer wenn das Haus zerfällt. Oder gerade eine Bombe draufgeworfen wird und man sich nicht darum kümmert. Oder die Fische anfangen zu stinken. Okay, gut. Erstmal her mit der Meister Chris. So sieht's aus. Jetzt haben wir hier das Mythe Rotsäbel! Und es fehlt nur noch die Feuerwürfel-Essenz, die wir von Trenja bekommen konnten, glaube ich. Das heißt, genau dich bauen wir jetzt als nächstes. Der ganze Rest ist vielleicht cool, wird aber eher schwer zu bauen sein. Trenja, mein Freund! Trennst du mal wieder durch die komplette Gegend? Wir brauchen das mal schnell. Und die restlichen Punkte würde ich vielleicht sogar daran investieren, ein bisschen was weiter noch auszubauen. Weil ich, wie gesagt, nicht weiß, wie Honigbaumstämme kommen. Ich nehme einfach mal spontan an, dass man sie tatsächlich, ich muss ganz kurz hier was umstellen, bekommt, indem wir irgendwas anderes ausbauen. Dementsprechend müssen wir Punkte benutzen, um Punkte benutzen zu können. Das hört sich ziemlich kapitalistisch an. Du kannst mehr Geld ausgeben, wenn du mehr Geld ausgegeben hast. Ey! Läuft bei dir. So, renovieren wir mal schnell. Insektenbusch wäre, wie gesagt, glaube ich, sinnvoll. Also sowohl, um damit vielleicht Honig freizuschalten, auch, oder auch, weil es etwas sinnvoll ist. Angelsteg finde ich gar nicht mal so geil. Ja, wir können da Goldenfische mitfinden, die uns ein bisschen Geld geben. Aber da wir jetzt eine wunderbare, tolle Waffe haben, ist das, glaube ich, gar nicht mal so wichtig. Genau, jetzt brauchen wir die Feuerwehr-Essenz. Das heißt, da wäre Ratian ganz cool. Oder... Jan Kutku habt ihr uns das auch gegeben, oder? Ja, Trenja wird uns das schon mitbringen. Wunderbar, das heißt, das nächste, was wir machen, ist völlig entspannt, damit ich auch weiß, welche dringende Quest als nächstes kommt und wir wissen, was wir fahren müssen. Der Kongalala. Wenn ich mich nicht ganz täusche, sollten Kongalala und Legendenlebern jetzt noch fehlen, damit wir die nächste Quest frei bekommen.
grob geschätzt. Ich habe hier alles mit dabei. Wir sollten auf jeden Fall die Panzersamen wieder mitnehmen. Das wird jetzt wie Jan Kutku doch dezent anstrengend. Ich habe keinen Honigsamen. Gut, da gab es keinen Honigsamen, habe ich schon mitbekommen. Das soll jetzt im Dschungel sein. Also meine erste Reaktion ist, wir rennen zum Honig hin. Okay. Wetzstein auch dezent wichtig. Danach wieder meine Ausdauerdinger mit dazu ballern. Psychoserum sollte eigentlich auch ohne gehen. Scheibe brauchen wir nicht. Berührungsbomben können erstmal nicht schaden. Und dann Kräuter und Blaupilze, genau. Dann sollten wir das Wichtigste mit dabei haben. So dass ich mich nachher nicht beschweren kann. Warum habe ich diese Schwachsinn nicht mitgenommen? Deo. Deo wäre doch gut. Und vielleicht noch was Tolles essen. Ey, meine lieben Katzen. Kocht mir doch mal was, was genauso scharf ist wie ich. So wie der Schlangenlachs, den ich gerne dabei hätte. Und ein Fruchtkompott, weil ich so fruchtig saft bin. Normie Girl anwesend. Passiert. Oh, apropos, da wir vorhin über die Abnutoffel gemeckert haben mit dem wunderbaren Rückenpanzer, das mir da gerade eingefallen ist. Es gibt tatsächlich Ameisenstämme, die halt in Hölzern zum Beispiel drin leben. Oder sich halt auch einfach so unterirdische Wege halt bauen. Und es gibt tatsächlich eine Ameisenart, die, ich kann mir kein Deo bauen, schade, ihre Löcher mit Ameisen verschließt. Und wie es halt bei Ameisen so üblich ist, gibt es da verschiedene Ameisen, die halt auf, die unterschiedliche Eigenschaften haben, anders aussehen, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Und die Typen, die das Loch verschließen, haben einfach nur einen dicken, fetten, langen, runden Kopf. Und die sind literally geboren, um eine Tür zu sein. Und ich dachte, ich als Grashalm bei meinem Schulschauspiel wäre schlimm genug gewesen. Aber nein, du kannst auch die Tür sein. Okay, Teleporter brauchen wir nicht, Flöte brauchen wir an sich nicht. Das heißt, Flöten können wir auch selber. Auf geht's, ab geht's. Wir dürfen einfach nur nicht getroffen werden und dann ist schon gut. Konnte man Lebenspulver benutzen, während man stinkt? Die Grundaussage war ja, ich kann nichts sehen, was man essen muss. Das müsste sowas wie eine Spritze sein, da könnte ich mich heilen. Und Lebenspulver ist ja geworfen, zumindest in späteren Teilen. Also vielleicht hätte das funktioniert. Natürlich sind das 3 Berührungsbomben. Also das wäre ja auch doof, wenn es nur 2 wären. Gut, das macht Sinn, weil man mit 3 teilweise schon fangen kann. Achtung! I'm going to do what's called a Pro-Gamer-Move. Schlaf, mein Boot. Haha, jetzt kann ich viel mehr mitnehmen. Boah, ich freue mich darauf, wenn ich irgendwann so viele Katzen habe, 5 Stück, dass ich wieder weiß, was man essen kann, um ein gutes Gericht zu haben. Ah, das ist ja teilweise anstrengend da, vor allem, wenn ich da mit weniger Leben gegen Jan Kutko und sowas kämpfe. Das war es ja vertrobe, glaube ich, beim letzten Mal, aber ihr wisst, was ich meine. So, Kongalala sollte, glaube ich, hier oben rumharzen, sich seines affengeilen Lebens begnügen, warum auch nicht, kann er ja mal machen, der Kleine. Ich finde es auch toll, wie er uns direkt seinen Arsch in die Kamera hält, er ist voll das YouTube-Twitch-Girl, was einfach nur durch ihr Aussehen Zuschauer bekommt. Es gibt auch eindeutig welche, die das sinnvoll und gut machen, die tatsächlich guten Content liefern, aber er nicht. Er denkt sich, your anaconda don't, your anaconda don't, your anaconda don't want less until I got buns, hun. Und gönnt sich das dann mal. Okay, du kannst einen Body Slam machen, sehe ich ein. Gönn dir halt mal, warum nicht? So, ich hätte grundsätzlich gerne den Territorialdung von dir. Das muss aber nicht sein. Viel wichtiger wäre es, A, ihn auf jeden Fall umzubringen. B, auch bei ihm würde ich gerne den Kopf kaputt sehen. Ich weiß doch, es gab einen relativ coolen Bogen von ihm. Bogen werden wir jetzt eher weniger nehmen. Allein schon, weil ich halt absolut gar keine Rüstung dafür habe. Und 2 Arten von Rüstungen herzustellen halt sowas von unnötig ist, dass wir da nicht rangehen werden. Ich glaube, es gab auch noch ein sehr, sehr cooles Jagdhorn. Alter, ja, ich weiß, du hast ein dickes, fettes Fass an deinem Bauch. Aber es musst du mir jetzt nicht 10-mal in Folge zeigen. Look at my belly! My belly is nice! I have the best belly on the world! Ich habe einen Freund, der sagt, ich habe einen tollen Belly und ich... Oh, fucking hell. Reicht, der Konga-Reinrenner war jetzt nicht sehr nett, da habe ich gerade kurz nicht auf mein Leben aufgepasst. Footsteps sind zwar wenig Schaden, aber viel Chip-Damage ist immer noch
4 Chip Damage, Weisheit des Sidus. Wenn du viele Chips gegessen, also wenn du sehr häufig wenig Chips gegessen hast, ist die Packung immer noch leer und du dick. Also, um da mal ein passendes Beispiel zu finden. Ich meine, wir als Physiker sind ja eigentlich dadurch bestimmt, dass wir in Öffentlichkeit unsere wissenschaftlichen Dinge erklären, indem wir leichte Beispiele nehmen. Und das Chips-Beispiel ist da, glaube ich, auch schon relativ gut für. So, ich bin ein bisschen verwirrt, weil er immer noch nicht wütend ist. Das würde eigentlich dafür stehen, dass meine Waffe scheiße schwach ist, weil, wunderbarer Tanz. Tango, mein Freund. Dip, 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 dip. Warte, du willst gerade gehen, ne? Geh nicht, mein geiler Affe. Oh, nice. Bleib einfach bei mir. Und wir können für immer Freunde sein. So, ich hätte schon sehr gerne noch die nächste Stufe mitgehabt. Aber wie gesagt, vorher war das jetzt schon schwierig. Ich weiß auch gar nicht, ob ich unbedingt mir das Rotsäbel oder das Feuersäbel bauen wollen würde. Ich meine, ja, wir können das jetzt bekommen. Ey, erst nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. So nicht, mein Freund. Du stinkst. Hier, stell dich da mal rein. Genau so. Das ist der Axe-Effekt. Jetzt fliegt jeder auf dich. Nicht nur die Westpolz. Okay, das ist gerade äußerst ungünstig. Stop it. Wir wollen jetzt nicht bei einem Kongalalan niederschlagen. Nicht nachdem wir 5 Parts lang gefarmt haben, um möglichst weit zu kommen. Aber nicht bei so einem verkackten Affen, der meint, I am so fat! Mit seiner, genau das meine ich, mit seiner liebevollen Umarmung sterben. Das muss jetzt echt nicht sein. Das heißt, erster Schritt zum Nicht-Sterben ist ein Mini-Wettstein benutzen. Geht ganz schnell. Nicht schnell genug. Alter, der macht mich Half-Life mit einem Schlag. God fucking damn it! Dann sollte ich wahrscheinlich die Rüstkugel, die letztens angepriesen wurden, vielleicht doch mal benutzen. Nice, hat doch gereicht. Dann war das echt Millimeter. Wow. Okay, so viel Glück hatte ich selten. Aber gut zu wissen, selbst mit Panzersamen. Oh, Alter. Wer so hart stinkt, muss sterben. Nennt man Euthanasie. Ist besser für dich und deine Umwelt, wenn du dich lebst. Viel schlimmer als so eine Behinderung. Wenn du so einen tiefen, harten Furz rausholst. Weil eine Behinderung, die stört halt nur dich. Musst du halt damit leben. Aber so ein Furz stört alle im Raum. Vor allem, wenn er so hart ist, dass du selber nichts mehr essen kannst. Gut, das stört dich vielleicht nicht, weil du dann mehr Essen hast. Aber ich bin der Meinung, das sollte man trotzdem mal ganz kurz sinnvoll hintergehen. Also man bedenkt, dass ich mal einen Speedrun gegen den machen wollte. Mit Doppelschwert und in der Arena. Auf ungefähr eine Minute, also unter eine Minute zu kommen, um den schnellsten Speedrun zu haben. Stelle ich mich doch gerade ziemlich dämlich an. Wobei die Waffen ja auch schlechter sind. Okay, wir haben jetzt schon 2 Megatränke benutzt. Das heißt, wir haben 2 Honig rausgeballt. Das war kacke. Es war nötig, ja, keine Frage, es war gut so. Würde ich wieder machen, wenn man mich danach fragen würde. Aber war halt nicht perfekt. Wie gesagt, Honig nachholen. Wir sind leider nicht in Wald und Hügel. Da wüsste ich, wo noch mehr Honig liegt. Hier müsste in der 5 noch ein bisschen Honig mit rumharzen. Nee, warte, im Startgebiet nach oben, da ist Honig. Müssen wir auf jeden Fall nochmal mit hin. Ich finde es interessant, dass ich noch keine einzige Wurmbienenlarve hier bekommen habe. Aber gut, was soll's. Brauche ja gerade keine goldenen Fische mehr. Das heißt, wir schlagen die jetzt zusammen, bis er humpelt. Gehen danach mehr Honig holen. Damit ich hier nicht mit negativ Honig rausgekommen bin. Auch hier wäre wahrscheinlich mal gar nicht mal so doof, die Spezialpilze hinten einzusammeln. Auch weil ich dann Blaupilze bekommen könnte. Wobei, da habe ich glaube ich 10 von 10 mit. Okay, dann. Erstmal Konzentration so. Wow! Aha! Da bin ich der Scheiße ausgewichen. Jawoll, nice Helga. Wenn du mich dabei nicht getroffen hättest, wäre es eine super Aktion gewesen. Aber man kann ja nicht alles haben. Alter, dein Arsch ist so knackig, dass ich sogar abpralle. Ja, roll rein, Simo. Roll rein. Gönn dir. Nein. Halt, stopp. Dankeschön. So, in Ruhe auf jeden Fall den Trank nehmen. Keinen Honig verschwenden. Alter, die Rüstung. Uff. Ich dachte, 15, 15, 15 wäre sinnvoll ausreichend. Aber beim Jan Kutku war sie auch sinnvoll ausreichend. Oh, warte, hier ist auch noch Honig, ne? Easy. Da war sie halt problemlos ausreichend. Aber hier... irgendwie haut der Affe dann doch stärker zu. Kann ich als guter, geübter Bogenspieler natürlich nicht wissen, weil ich einfach nicht getroffen werde, wenn ich normalerweise spiele. Übrigens, dass er jetzt in der 6 ist, ist ein fast schon eindeutiges Indiz dafür, dass er gerade eigentlich schlafen wollen würde. Wir haben die Falle mit dabei. Bevor ich hier jetzt noch mehr rausballere, würde ich ihn tatsächlich versuchen zu fangen. Heißt, wir holen jetzt noch kurz den Honig. Wir haben Eisenspitzhacken mit dabei. War ich so schlau, die nachzukaufen?
Na, da, doch war ich. Haha! Mastermind denkt an die Zukunft und die Vergangenheit. So sieht's aus. Du, mein Freund. Ich an deiner Stelle würde das nicht machen. Ich brauche von dir nämlich noch genau zwei Fälle. Und ich sehe, du hast dann links eins und rechts eins. Also, ich will es ja nur gesagt haben. Es wäre zu deinem eigenen Selbstschutz, mich nicht anzugreifen. Aber jetzt hast du den falschen Gegner herausgesucht. Muahaha. Ja, okay, er ist nicht wirklich beeindruckt von der Waffe, die ich hier schwinge. Ich habe irgendwie das Gefühl, als wären die Meister-Knochen-Chris weniger stark ist als, ich hätte auch vorhin Ration nehmen können, schade, als die Frostschneider. Ich meine, es ist halt ein Knochen, mit dem ich auf den Gegner schlage, verglichen mit einer Schneider, die ihr alles durchschnitt, die schneide ich trotz ihrer Eiseskälte immer noch äußerst günstig durch jegliche Art von Butter durchgeht. So, ich würde sagen, den Stein legen wir hier mal wieder hin. Bis auf für Blitzbomben brauche ich Steine gar nicht. Es gibt, soweit ich weiß, keine Waffe, die irgendwie einen Stein braucht. Also baust du irgendwann eine Schleuder. Und ich würde auch jetzt mehr von den Vorratsobjekten nicht wegwerfen wollen. Es war gerade mit dem Deo schon äußerst grenzwertig, dass ich das abgelegt habe. Vor allem, weil ich noch eine Karte im Besitz habe. Oh, er hat sich bewegt. Der schlafwandelt nur, vertraut mir, der ist fast tot. Also, ich würde euch doch niemals anlügen, wenn es darum geht, ob ein Monster fast tot ist oder nicht. Und ich habe das im Urin. Habe ich mir gerade eingepinkelt? Vielleicht. Es ist ein Mysterium. Der ist fast tot, vertraut mir. Ich weiß nicht, dass er da hinten schläft im Vergleich zum Jan Kutko, der rechts schläft. Ich meine, wäre schon ziemlich gay, wenn man im selben Gebiet schlafen würde. So viel steht fest. Das schaffst du noch, das schaffst du noch. Ah, easy. Minimalisierte Meisterleistung. So, gönnen wir uns jetzt noch ein bisschen was von dem Typen. Ah, ich habe schnell Schärfen, deswegen hat das funktioniert. Okay. Was ist denn? Nachwuchs, habe ich was im Gesicht kleben? Sieh deine Sektenhöse. Ja, die kannst du gerne haben. Spezialpilz. Well, okay, I guess. Das können wir auch gerne nochmal machen. Die 100 Punkte lasse ich mir auf jeden Fall nicht entgehen, aber der ist schon wieder ziemlich still. Also entweder hat eine andere Kongaline gefunden, die da jetzt ebenfalls mit rumballert, oder er nimmt sich einfach seine kleinen Kongas, kann ja auch sein. Übrigens, glaube ich, inzwischen 10 Kutkuschuppen durch Honig und Scheiße bekommen. Eyo, läuft bei mir. Ich kann die Kutkuschuppen zwar nirgendwo benutzen, weil ich sonst nichts anderes vom Kutku habe, aber hey, was soll's. Die Grundüberlegung ist ja schon mal nice. Und da wir lieber nicht sterben, als ein Item zu viel zu benutzen, Panzersamen noch mit reinballern. Er schläft. Okay, dann war es verschwendete Mühe und Not. Aber hey, mein Freund, ich hab da was Tolles für dich. Der, der mit den Kelbis schläft, schläft da jetzt auf ewig. Oh, was? Was? Warte. Ruhig bleiben. Wirf. Shit, das kam zu spät an. Gott fucking dammit, du Arschgesicht. Er war einfach müde. Er hat geschlafen, weil er K.O. war. Dammit. Nein, er hat wahrscheinlich über sein Fangniveau geschlafen. Das war jetzt gerade das große Problem. Die dritte Bonusbombe hätte wahrscheinlich gereicht, damit er wirklich schläft. Well, I failed. So viel steht fest. Aber was soll's, durch die Blume durch können wir trotzdem zusammenschlagen. Ich meine, das heißt, er sollte trotzdem fast weg sein. Hätten wir den Honig nicht gesammelt, hätten wir es hinbekommen. Ah, was war es eigentlich gerade von Ultra-Instinct-Style von dir? Ah, und ich spring mit der Geschwindigkeit eines sterbenden Adlers. Warum machst du jetzt mehr Schaden? Stop that! So nicht. Oh nein. Trank oder okay, Trank sollte ausreichen, dann sterbe ich zumindest nicht. Wenn ich nochmal getroffen werde, dann muss ich den Megatrank nutzen. Okay, es passt. Wunderbar. Ich hab doch den Panzersamen drin. Warum macht der jetzt mehr Schaden? Vielleicht hatte ich vorher schon Footsteps. Das könnte auch sein. Kurz vor seinem Lebensende will er nochmal zeigen, was er alles kann. Und es ist auf jeden Fall nicht eine coole Frisur haben. Hättest du dir mal hier meine Klatze wachsen lassen, hätte ich dir das Haargel auch nicht rausschlagen können. Was auch immer das Haargel in deinem Fall ist. Vielleicht einfach nur so ein bisschen geiles Stückchen Dreck, was du dir da reingestückt hast. Das ist was in deinem eigenen Kot, damit es besser hält. Meine Kacke wird halt hart, wenn sie hart wird. Weisheit des Sinus. Okay, jetzt wieder normal. Nein! Guter Wurf, Helga, aber muss ja jetzt nicht sein, dass du mich noch weiter bombardierst.
meine, to be fair, ich stehe die ganze Zeit im Monster drin. Es ist schwierig, mich nicht zu treffen. Aber nein, sie will mich umbringen. Sie könnte auch versuchen, ihn zu treffen. Ich meine, sie trifft ja nicht mal den Kongalala. Könnte ansonsten sagen, ja, es ist wirklich auch gegen ihn, aber ist es ja obviously nicht. Hat der wirklich nur geschlafen, weil er Langeweile hatte? Weil ich so lange gebraucht habe, um herzukommen, dem Motto, naja, also grundsätzlich, wenn du nicht da bist, kann ich auch in Ruhe schlafen. Oh Gott, der Bitchstep hätte fast hart gesessen. So, Clown wären eigentlich auch geil. Also ich wäre es bei allem cool, das von ihm zu haben. Oh nein, außer seine Kacke beim Gesicht. Wie war das? Das Deo war äußerst ungünstig. Okay, geht auf Helga. Nice. Ich würde mal ganz kurz mich spontan in den Regen stellen, denn eine Rege ersetzt eine Dusche. Gönnen wir uns mal ein bisschen Nässigkeit hier, während wir uns selbst davor beschützen, nicht von Velocity Brace zusammengeschlagen zu werden. Dankeschön. Bob wäre übrigens auch sehr, sehr cool gewesen, mal so nebenbei erwähnt. Redstein können wir schon mal mit benutzen. Fuck, da habe ich definitiv zu schnell gehandelt. Der ist eh fast tot. Den fangen wir jetzt mal schnell. Ja, und dann habe ich vor allen Dingen auch die Kurzschussreaktion gehabt. Und dachte, okay, gut, wenn ich jetzt unter die Fangschwelle schlage, sollte er gefangen sein. In der Tat korrekt. Aber einfach die dritte Bombe noch werfen wäre so viel. Du weißt schon, dass ich mich gerade nicht heilen kann, Helga. Das ist äußerst offensichtlich. Würdest du irgendwann nochmal vermuten lassen wollen, dass du doch nicht von Toni geschickt werden wolltest, ist das hier genau der Clip, den ich dir zeige, um dir das Gegenbeispiel zu beweisen. So, Tränke sind, glaube ich, sogar leichter zu bekommen als Kräuter. Wobei, nein, Kräuter der Provence können wir easy anbauen und kaufen. Da soll das passen. Okay, bitte sei noch da, bitte sei noch da, bitte sei noch da. Wo sind meine wunderbaren Farbbälle? Da, er ist noch hier, er ist nicht wütend. Ich würde dann, wenn er wütend ist, den Panzer zusammen machen, damit er möglichst lange auch hält. Ja! Alter, Meister des Aufstehens! So sieht's nämlich aus! Also der Grund, warum ich noch tot bin, sind scheinbar Cheats und scheiße viel Luck. Ah, but I can live with that. Nächster Footstep. Solange ich nicht in die Nähe von 50% Leben komme, ist mir egal, wie viele Footsteps er mir macht. Glaube ich, mit Bomben treffen. Wobei ich übrigens immer noch überlege, Helga die große Fassbombe zu geben. Einfach nur, weil es echt witzig sein könnte. Hat Helga den gerade getötet oder ich? Helga, könntest du mal aufhören, mir meine Kills zu stehlen? Wobei, Hauptsache er ist tot. Es geht vielleicht von meiner Reputation ab, aber es muss ja keiner wissen. Solange es niemand jemand anderen erzählt, vor allem solange die Gilde es nicht weiß, mich auch kein anderer Jäger auslachen, dann ist alles gut und alles schön. Alter, so, zurück zu den eigentlichen Problemen. Wir kriegen viel zu viel Schaden. Dass ein Kongalala mir 50% des Lebens mit einem Schlag abzieht, das darf nicht sein. Gut, es kann sein, dass Kongalala wirklich vergleichsweise einen hohen Angriff hat. Die Option besteht. Ich kenne Data Points gerade nicht im Kopf, was wie viel Damage macht. Aber das ist definitiv zu viel. Das heißt, wir haben jetzt die Option, entweder die Rüstung weiter zu verbessern. Das wäre eine Option. Ich meine, 15 ist eigentlich schon fast höher, als was wir bisher in jedem anderen Spiel hatten. Zudem Scharfschwert. Schnell schärfen, wie wir vorhin gesehen haben, ist, kann scheiße geil und lebensrettend sein. Und Angriff hoch ist eigentlich auch eine sehr, sehr geile Fähigkeit. Wahrscheinlich auch der Grund, warum ich gerade relativ schnell schnetzle. Vor allem, weil ich in der Froststelle relativ schnell geschnetzelt habe. Ey, nur den Pelz, nicht mal die Haare. Schade, aber noch mehr Knochen. Ah, toll. Okay, und ein bisschen Honig. Ja, ja, gib mir gerne doch. Okay, und vor allem ordentlich viel Geld. Danke, danke. Beschmeißt mich mit Money, Money, Twitch, Fame, Incoming. YouTube Money heißt es doch. Anwesend. Übrigens, die Träne können wir auch mal machen, aber da ist es halt noch wahrscheinlicher drauf zu gehen, weil wir weniger Optionen haben, wirklich in das Mod zu kämpfen müssen, bis zum Schluss nicht extra irgendwo Sachen handeln können, nicht aus dem Gebiet rausgehen können, um uns zu heilen. Alles negativ. Wir haben zwar auch keine anderen Mods ringsrum, die uns angreifen könnten, so wie Helga, aber heißt noch nicht, dass es perfekt ist. Okay, so. Warte, als allererstes, bevor ich das vergesse, gehen wir bei Trenja, der bestimmt genau das gesammelt hat, was ich brauchte. Ich meine, auf ihn ist ja Verlass. Ich würde ihn ja niemals wieder losschicken, wenn er mir nicht das mitbringen wollen würde, was ich gern gehabt hätte. Haha!
easy. Du musst dem Typen nur dieses Gewissen einreden und dann sportet der los und nächste Ecke und holt dir genau das, was du willst. Eigentlich war er auf dem Strip, aber nach meiner Aussage gerade, wo ich dachte, ich will aber nochmal nach Hamburg zum Rotlichtviertel, deswegen geht der mit dem Fluss. Der fährt nach Hamburg, weil da der Fluss durchfließt. Und dann geht er in die Reeperbahn und gönnt sich mit dem Punkt. Gönnt sich richtig hart. Wortwörtlich. Aber wenn du ihn so ins Gewissen redest, holt er dir sogar trotzdem das, was du brauchst. Nice. So, das Rotsäbel ist nun mal eine sehr starke Waffe. Auch gegen Kongalala. Dann hätte ich eine Eis- und eine Feuerwaffe. Das heißt, ich könnte hin und her wechseln. Es gibt bestimmt wenig Monster, die gegen beides resistent sind. Eine Raw-Damage-Waffe wäre mir persönlich immer noch um Welten lieber. Das ist, oder Gift, Lähmung, all das wäre so viel geiler. Aber wir können uns das Ding halt jetzt gerade bauen. Und das Ding ist durchaus sehr stark. Und es ist vom Rathalos. Gut, ich frage jetzt, ob ich irgendwann vom Rathalos weiter verbessern kann. Ich nehme stark an, dass wir uns den Strahlenkranz nicht machen können, weil ich da dann eine Platte brauche. Aber erstmal hat es auch mehr Raw Damage als meine jetzige Waffe und genauso viel oder mehr grüne Schärfe. Nein, es hat nur weniger gelbe, dafür mehr rot. Yay! Aber ja, gönnen wir uns, machen wir. Was wollen wir als nächstes? Gin. Feuerwimmernmark. Panzer, Schuppe, das sind alles Rathalos-Sachen. Okay, Strahlenkranz. Da ist die Rathalos-Platte und noch mehr Rathalos-Schuppen. Wir werden nicht 8 Rathalos-Schuppen in einem Kampf bekommen, das ist äußerst unwahrscheinlich. Und Flammenfuß ist noch unwahrscheinlicher. Gut, dann ist unsere einzige Hoffnung der Djinn. Was mit 5 Panzern aber auch hart an der Grenze des Möglichen drin, dran ist. Okay, Sephiroth sollten Eisschwäche haben. Das heißt, da können wir kurz die Waffe wechseln. Dann ist gut, machen wir Legendenlebern. Und dann sollte ich, wie gesagt, zumindest wissen, was wir brauchen. Ich hätte vielleicht vorher noch die Knochenchrist nicht weiter verbessern sollen, falls ich wirklich irgendwas anderes hätte bauen wollen, aber so ist erstmal gut. Ich meine, es ist eine starke Waffe. Freuen wir uns, hinterfragen uns da nicht 10.000 Mal, sagen wir, es war gut oder war es erstmal gut. Und los, jetzt bauen wir uns auch eine Kutku-Waffe aus all den Schuppen, die wir haben. Wenn wir die Schuppen nah genug zusammenschweißen, ist es auch ein Panzer. Easy. Oder ein Ohr. Je nachdem, was ihr damit basteln wollt. Und eine kleine Bastelstunde und tun so vor dem Handwerk, als wäre das wirklich gewesen, was ich bekommen hätte. Und alles ist gut, alles ist schön, gönnen wir uns. So, Kaltgetränke sind vielleicht mal wieder günstig. Dann können wir auch weiter kombinieren. Das darf nicht mehr passieren. Habe ich theoretisch genügend Geld, um mir das nächste Kombibuch zu kaufen? Das hätte ich sowieso gern noch gehabt. Guck mal, Giatrome klauen. Wo brauche ich schon Giatrome klauen? Jinx, Jinx. Da will ich zumindest Kombibuch 2 noch mitholen. Das sollte ja natürlich im Angebot sein. Jo, ist mit dabei. Damit wir unsere Tränke zu 100% kombinieren können. Ich meine, ich kann da ein bisschen auf Glück gehen, aber dafür ist mir mein weiteres Geld dann doch zu schade. Ich meine, es muss nur 10 Mal schief gehen, was bei 100 Tränken passiert, was ungefähr 10 Quests sind bei mir. Da passt das ganz gut. Okay. Dann. Hatte ich jetzt schon Megatränke kombiniert? Hatte ich. Dann kann ich direkt weiter kombinieren. Dafür haben wir Kräuter und Blaupilz, wobei die auf Quest wichtiger sind als hier. Stecken wir es einfach so ein. Okay. Danach. Auf zur Pocke-Farm. Wir haben jetzt erstmal durchaus sehr viele Samen. Heißt, nächste Stufe wäre, ich baue die Panzersamen, Kraftsamen und das Kraut an. Nein, warte. Nächste Stufe sind Harzer Pflanzen. Die sind genauso wichtig, damit wir irgendwann Blitzkäfer machen können. Ich meine, Blitzkäfer, genau. Aus meinen Pflanzen mache ich Blitzkäfer. Nein, dass ich tatsächlich dann aus den Harzer Pflanzen und Steinblitzbomben dann letzten Endes basteln kann. Weil Blitzkäfer haben wir ja schon ein paar gefunden. Jetzt auch nicht die Welt, um Gottes Willen nicht. Aber es ist ausreichend. Ich finde auch toll, dass ich da tatsächlich Wivern-Code drauf gemacht habe, um Drachenbären zu bekommen. Mastermind. Okay, also, bisschen Kraut rein, dann von mir aus die Harzer Pflanzen, wo ich noch keine habe. Ungünstig, darum sollten wir uns unbedingt als nächstes kümmern, damit ich schon mal so langsam aber sicher hochbauen kann, weil sowas wie Tickrex, gerade ohne Donnerwaffe, möchte ich wirklich, wirklich nicht ohne Blitzbomben machen. Und da ist auch wieder Schild und Schwert günstig, weil ich einem den Blitzbombe aus der Hand werfen kann mit gezogener Waffe. Was grandios geil ist, was man auch da nicht abstreiten kann.
Okay. Die Frage ist, ob eine neue Abbaustelle sich lohnen würde. Ich meine, da bekommen wir seltenere Sachen. Baralit erzählt wahrscheinlich, aber wir haben doch keine Eisenwaffe. Also ist das auch noch zu weit vorausgegriffen. Erzählt es Insektenbusch auf jeden Fall. Und danach schauen, ob wir irgendwann den Honigbaumstamm machen können. Und harte Pflanzen. Eine kaufen, damit ich die anbauen kann. Das reicht ja schon völlig. Gut, dann. Auf geht's zur Legendenleber. Wir sind jetzt... Oh, wir sind schon bei 50 Minuten. Au. Oh. Ich wollte jetzt weiter aufnehmen. Gut, dann machen wir das im nächsten Part. Gonga Lala war wohl anstrengend genug. Ich bereite mich schon mal ein bisschen drauf vor. Ich habe kein Geld. Fuck, war die Waffe teuer. Scheiße. Dann sollten wir erstmal irgendein random Ding zwischendrin doch mitmachen. Irgendwas, damit ich erstmal Geld bekomme, danach Legendenleber. Wobei, das, wo ich Geld bekomme, kann ich dann nachher auch wieder Zeug bekommen. Ich meine, ich habe 50 Minuten Zeit für 3 Legendenleber. Das sollte grundsätzlich ausreichen, einfach nur mich an eine Stelle zu stehen und die Leute anzugreifen, wenn sie ja gerade anhalten, bis sie rausspringen. Das haben wir schon mal gemacht. Das hat sehr gut funktioniert und ich habe sehr viele Optionen gespart. Wobei ich dabei wieder Kaltgetränke gebrauche, die auch wieder Geld kosten würden. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was verkaufen. Die Überlegung machen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, sagt mir bitte Feedback in die Kommentare. Dann sagt mir doch wieder Bescheid. Wenn nicht Feedback, liebe gerne die Kommentare. Alter, bin ich durch. Ich habe Durst. Ich habe Hunger. So bei Sims ist wieder alles ganz unten. Ich stinke. Wurde vom scheiß Affen angefurzt, der mir auch noch scheiße viel Damage gemacht hat. Alter, das lässt mich nicht los. Wir sollten... Warte, bevor wir jetzt aufhören. Ich weiß, die meisten haben schon abgeschaltet. Weil wenn ich meine Abmod anfange, sind die meisten schon weg. Aber... Für die wahren Hardcore-Fans, genau für dich, für du, den einen, der bis zum Ende dashaut, weil der mich sehen will, nicht genug von mir bekommen kann oder aber einfach gerade eingeschlafen ist oder seinem Freund gerade einen Blowjob gibt, das kann auch sein. I don't judge, macht ruhig. Schön, dass ihr hier seid. Wir bauen uns noch kurz eine Rüstung. Das ist zu wenig Verteidigung, die wir haben. Können wir uns irgendwas bauen? Das hat 14, das hat weniger, sieht aber verdammt geil aus. Muss man mal ganz kurz so gesagt haben. Hier hat alles mehr. Selbst Westpol-Sachen haben mehr. Oh. Jetzt die Bray-Sachen hätten sogar 20. Wenn wir jetzt noch irgendwas bekommen, wo wir ein bisschen Angriff dazu bekommen, wie der Kampf-Fame hier, den wir ja schon haben. Okay, Kutku hat auch nur 12. Das ist die falsche Rüstung. 24. Hat sogar Angriff mit dabei. Da bräuchte ich Ohrenpanzer und Gewebe. Ich habe aber nur Schuppen. Well, schade, was? Maloa, Blumenhut, okay, momentan nichts an Geld, dass ich hier nichts bauen kann. Guck mal, Severus Helm, 28. Ruhe und Hitzeabwehr, erstmal egal, das Ding hat fast doppelt so viel. Ja, Verteidigung. Wir sollten hier mit der Zeit gehen. Kampfpanzerrüstung war super am Anfang, aber Kongalala hat mir die Realität gezeigt, das können wir nicht beibehalten. Heißt, wir haben jetzt sehr viele Waffen reingesteckt, wir müssen jetzt mehr in Rüstung reinstecken, am besten einen möglichst großen Sprung wagen. Oh, Hundetower Panzer. Das Ding sieht aber auch geil aus, ohne Scheiß. Hat nur nichts Sinnvolles. Also nichts, was ich zusammenkriegen würde. Eigentlich wäre Kutku halt super, weil ich dann meinen Angriff hochbehalten könnte. Ah, allgemeines Brustpanzer nicht so geil, welche alle Fähigkeiten verliere. Das heißt, wir müssten eher hier schauen. Kann ich mir irgendetwas. Oh, komm da, Sachen! Kann ich mir theoretisch Dekorationen bauen? Irgendwas, was Angriff gibt? Jo, kann ich. Kann ich! Nice, dank dieses einem Sulkio, wie jetzt, was ich mitgenommen habe. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich noch... Na, es gibt einen Angriff plus 1. Das könnte zu wenig sein. Aber theoretisch besteht vielleicht sogar die Option, dass wir uns da ein bisschen mehr bauen können. Weil die Rüstung reicht so nicht aus. Haben wir überhaupt Slots? 1, 2, 3, 4 Slots hätten wir. Dann soll ich ein bisschen mehr auf die Sulkio-Juwele gehen. Die könnten mir den Arsch retten. Okay. Brauche ich allerdings erstmal Geld. Dann wäre es... Gut, Legendenleber, da brauche ich auch keine große Verteidigung. Aber für die nächste dringende Quest, neue Rüstung... Unbedingt scheiße wichtig. Bis dahin aber, schauen wir uns dann durch. Da könnte ich wirklich schon mal schauen, was ich farmen müsste. Da wäre sinnvoll durchzugucken. Das heißt, ich schaue dann beim nächsten Part, was wir davon brauchen und mache, wenn möglich, das doch direkt mit. Ich meine, theoretisch wäre es sogar eine Option zu sagen, ich mache meine Waffen auf Knochen und nehme dann die Rüstung mit Eisen. Das könnte sein. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Adios, amigos, und hoffentlich auf Wiederhören.